Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silver. Ich bin euer Evil Bob, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe etwas am Spiel herumgeschustert. Und bin der Meinung, dass es jetzt stabiler laufen sollte. Hoffe ich mal. Ja, wir werden es gleich mal ausprobieren und schauen, was hinter dem Tor ist. Pirata, ja. Schmeckt meine Axt da. Es müssen ja natürlich keine Spanisch oder Portugiesisch sprechende Piraten sein. Aber ja. Geht ja ganz schön was los hier. Den vielleicht auch noch. Genau. Wir können keine Wurfmesser mehr nehmen. Aber wir können Brot nehmen. Wie viel heilt uns denn eine Möhre? So viel. Ja, stimmt. Unser Leben hat sich ja doch nun ziemlich erhöht. Da reicht dann gar nicht mehr Apfelessen oder Möhre. Ist zwar gesund, aber heilt leider nicht mehr genug. Das ist eine total seriös aussehende Ecke. Frag mal, was der hier so macht. Diese Straßen sind gefährlich. Es ist eine glückliche Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, eine glückliche Fügung für euren Geldbeutel. Warum? Was ist hier so gefährlich? Der Lykanthrop. Ein Wesen aus alten Legenden. Diese Kreatur ist besser unter der Bezeichnung Werwolf bekannt. Wenn dieser Werwolf so gefährlich ist, warum haltet ihr euch dann in dieser Gasse auf? Ich verkaufe Silber an die Passanten. Ein bisschen Silber an der Klinge eures Schwertes wird sich mit einer größeren Wirkung durch sein Fleisch bohren als einfaches kaltes Eisen. Es ist mit einem Preis von 50 Goldstücken recht teuer. Aber wie ich all meinen Kunden sage, was nützt euch schon euer Gold, wenn ihr von einem Werwolf zerfleischt werdet? Aber natürlich liegt die Entscheidung bei euch. Wie immer. Der wird ja schon ziemlich viel Geld gemacht haben. Ha. Ja, ich denke schon. Eine weise Entscheidung. Und könntet ihr versuchen, ihn nur zu verwunden, anstatt ihn zu töten? Wäre gut für meinen Lebensunterhalt. Nein! Okay, okay. Seid heldenhaft und ruiniert die Geschäfte eines alten Mannes. Ja, werden wir wohl leider sein müssen. Werde ich vermutlich jetzt nichts damit anfangen können. Ich hab's einfach und hoffe, dass dadurch unsere Waffen mehr Schaden gegen dieses Biest machen. Er braucht Hilfe. Vielleicht ist er von einem Werwolf angefallen worden. Zufällig ist Vollmond. Oder wenn man genauer darüber nachdenkt, vielleicht ist er der Werwolf. Bleib zurück. Ja, definitiv. Ich glaube, das Silber hilft. Das klang ja fast schon wie ein Beat. Der Werwolfs-Verhau-Beat. Wir müssen uns aufteilen, los. Okay, beides fertig und... Yeah! Finisher! Das war's? Keine komischen, tollen Gegenstände? Kein super irgendetwas? Oh, Jüg hat's ganz schön mitgenommen. Dann geben wir mal eine Ratte. Ja. Nicht voll geheilt, aber etwas, damit... Ich denke, da kommt schon klar. So. Schauen wir mal weiter. Ganz
gemütlich, in Style. Es ist aber auch... gibt viele solche seriös aussehenden Hinterhöfe hier, fällt mir gerade auf. Und irgendwie... ah. Wir haben ja direkt in unsere Axt gerannt. Ja, kommt her, schnimmt's mit euch allen auf. Brot und ein Apfel und dann schauen wir mal weiter. Ein Fährmann! Was haben Sie anzubieten? Was ist denn hier passiert? Es wurde überschwemmt. Das sehe ich auch. Aber wie ist das geschehen? Abwasser. Ich bin beschäftigt. Verschwendet. Ich glaube, das Erste, was ich gefragt hätte, wäre jetzt nicht, warum ist hier Wasser, sondern es regnet ja halt in Range. Ich denke, da ist klar, wo Wasser herkommt, aber mich hätte jetzt schon interessiert, warum da so ein Typ, der irgendwie aussieht wie so ein Skelett und vermutlich ein Skelett ist, was herumläuft. Ja, was der da halt so macht und warum er ein Skelett ist. Ich meine, und ob es schön ist, ein Skelett zu sein, ob er mit seinem Leben zufrieden ist und all die Sachen halt. Aber er hat halt das gefragt. Es ist halt, jeden fällt was anderes auf. Goldmünze? Goldmünze für Fährmann? Interessiert ihn nicht. Gut, wenn das so ist, dann sind wir jetzt, glaube ich, umsonst schon hierher gelaufen. Das komische Amulett haben wir auch nicht. Ja gut, dann lasst uns nochmal versuchen, zurück zur Bibliothek zu gehen. Ich habe ja jetzt etwas gebastelt. Vielleicht haben wir Glück. Und... Kellergewölbe, Bibliotheks... ja, vielleicht haben wir Glück und uns wird nun etwas mal erzählt vom Professor mit W. Keine Ahnung, wie er hieß. Ist schon wieder zu lange her. Ich hoffe nur, er findet jetzt seine Worte und schweigt uns nicht einfach nur an. Bis jetzt sieht es noch nicht so vielversprechend aus. Mal sehen. Hätte gedacht, dass die Zähne ja eigentlich anders aussehen müssten. Werden wir aber sehen. Können wir uns dabei nochmal die schöne Bibliothek begutachten? Goldene Schlüssel. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, wenn wir einen Schlüssel aufsammeln. Einen goldenen zumindest. Wir haben zurzeit keine Einstecken im Inventar. Das heißt, keine neuen Türen, die wir öffnen können. Und ich glaube, ich hoffe wirklich, dass da uns jetzt was erzählt, weil langsam gehen wir dann doch die Wege aus, wo wir hätten lang gehen können. So, ich glaube, jetzt hier danach kommt die Szene. Mal sehen. Aber ich bin mir fast sicher, dass er uns jetzt irgendwas davon erzählt hat, dass wir mit den Fährmann da irgendwo hinreisen müssen. Kann man es ja schon fast nicht anders vorstellen. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt schnell dahin? War das jetzt hier am Anfang? War das in der Mitte? Puh. Das ist jetzt schwierig. Ich hoffe, uns werden jetzt nicht so viele Genossen aufhalten.
Es tut mir natürlich leid, dass es jetzt nicht genau rausgekommen ist, was der uns da erzählen wollte. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der uns den Hinweis gegeben hat, dass er irgendwie das mit dem Typ da nicht die Dublone geben sollte oder sowas. Ich schätze irgend sowas. Vielleicht haben wir einfach nur einen Fehler in unserem Save-Game oder irgend so etwas, keine Ahnung. Schwer zu sagen bei dem alten Spiel. Also ich könnte natürlich die Tonspur auf Englisch belassen. Und die Szene einfach nochmal auf Englisch versuchen. Das werde ich dann eventuell nochmal versuchen. Und notfalls, ja, notfalls schneide ich wohl einfach dann die englische Szene hinein. Mal sehen. Falls die denn dort, falls die in der englischen Version auch funktioniert. Vielleicht ist das ja wirklich noch ein uralter Bug im Spiel, den wir gefunden haben. Und den vermutlich sonst niemand bekommen hat. Jetzt muss ich gerade überlegen. Verdammt, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja, ist gut für die Ausdauer. Joggen ist gesund. Ah. Genau. Genau, ich erinnere mich doch an diesen schönen Weg. Und auch an die Typen. Ach, da kommt bloß einer diesmal wieder. Gut. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter und hoffen, dass uns jetzt dieser Fährmann da durchlässt. Denn ich habe natürlich jetzt nicht in mein Inventar geschaut, ob der uns jetzt noch irgendwas gegeben hat. Haben nicht zufällig irgendwo. Nein, nichts Neues bekommen. Damit wir zu Vivienne, unserer alten Freundin, kommen, brauchen wir natürlich noch dieses Amulett, was das Feuer verschwinden lässt. Ich werde mal kurz einen Schnitt machen und mir mal was versuchen zu überlegen. Da fällt uns noch was anderes ein. Eventuell ja. Ich habe noch eine Idee. Danach sieht's dann aber schon. Also ich glaube, danach ist dann wirklich Sense. Dann, glaube ich, sind wir überall hingelaufen, hingegangen gewesen, wo wir hätten hingehen können. Vielleicht sollten wir den nochmal fragen. Warum verschwendet ihr hier noch Zeit, wenn unsere Aufgabenverteilung bereits feststeht? Macht euch auf den Weg, schnell! Ich werde Silber in Schach halten, während ihr nach den magischen Kugeln sucht. Gut, ja. Ihr seht, hier hinten ist noch ein Gang, der führt uns weiter. Testen wir mal aus, wie weit er uns bringt. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Mal sehen. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, hier kamen ein paar fiesere Gegner. Könnte mich aber durchaus täuschen. Bienen, oh Gott. Oh. Oh. Oh.
Ah, fliegende Gegner sind wirklich nicht meins. Aber zum Glück sind sie nicht ganz so stark. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. War mit diesem Brunnen noch irgendwas? Ich hatte gedacht, ich hätte es geschafft. Genau. Nun aber weiter gefährden. Haha. Oh, was geht denn hier? Der Predator mit Truhe. Vielleicht finden wir ja in dieser Truhe irgendwas super Schönes, Tolles, Wichtiges für uns. Oh, das war natürlich nicht ritterlich direkt von hinten angegriffen. Oh, da kommen wir noch hoch. Oder wo kommt der Bär her? Hä? Bitte was? Ja, okay. Ah. Massenkeilerei. Da kommt ein Messer geflogen. Da, da steht jemand. Macht ein Blatt. Wo auch immer dieser Typ steht. Wo kam der Bär her? Da ist er. Genau. So will ich das sehen. Geht's hier irgendwo weiter? Ist nur eine Kiste. Schauen wir mal. Ein Langbogen, yay! Ha. Aber ansonsten sieht's hier dagegen mau aus. Es ist natürlich jetzt ungünstig. Was ich da jetzt aber machen kann, ist... ich werde das vielleicht einfach nochmal auf der englischen Version spielen. Und einfach schauen, ob wir da weiterkommen. Und dieser Bug da eventuell nicht auftritt. Oder ich suche auch mal in den kompletten Lösungen nach. Das könnte man ja auch tun. Ah, was natürlich auch noch sein kann. Wir könnten natürlich nochmal zur Taverne gehen. Ach, verkehrt, ja. Wir versuchen es mal. Lasst uns zur Taverne gehen. Vielleicht haben die jetzt noch etwas für uns. Nicht so aus. Ja, so wieder zurück. Ich habe noch etwas gefunden. Und zwar gibt es da auch noch einen Weg, der uns weiterführt. Das hatte ich leider ganz vergessen. Wir sollten auf der Hut sein. Diese Leiber sind noch warm. Nur keine Sorge. Dies hier ist kein ganz unbekannter Anblick für mich und ich erkenne die Handschrift des Schwertführers. Warum? Wer hat das getan? Vivienne, ihr werdet sie mögen. Aha. Ach, da oben. Wie kommen wir da hoch? Also irgendwie kommen wir da. Ach da, ah, alles klar.
jetzt natürlich Frage, warum... Achso, die Hunde warten vermutlich auf diejenigen, die da in das Haus reingegangen sind. Schätze ich mal. Einer von euch sollte hier warten und Wache halten für den Fall, dass Silvers Männer zurückkommen. Ich kann sie jetzt schon gut leiden. Ich hätte euch töten können. Nein, ihr hättet nur seine Stimmlage um eine Oktave erhöht. Tut mir leid wegen der Unordnung. Was ist passiert? Sie haben mich schon erwartet, als ich mit Vorräten vom Fort zurückkehrte. Marianne war fort. Es war ihnen eine wahre Freude, mir mitzuteilen, dass sie zu Silver gebracht worden sei und ich ebenfalls bald das Vergnügen hätte. Aber wie ihr sehen könnt, musste ich ihr charmantes Angebot leider ablehnen. Sie haben auch Jennifer geholt und die meisten anderen Frauen ebenfalls. Wir sollten besser von hier verschwinden, bevor sie zurückkommen, um euch zu holen. Lasst mich mit euch gehen. Ich werde euch helfen, zu tun, was immer auch nötig ist, um Jennifer und meine Schwester zu finden. Die ist sympathisch, würde ich sagen. Die nehmen wir mit. Solange ihr euch darüber im Klaren seid, worauf ihr euch einlasst? Wie ich schon sagte, ich tue alles, um meine Schwester zu finden. Wir sind zu viel, um das Tempo halten zu können, und zu viert kann man uns leicht ausmachen. Geht nach Haven und seht nach, ob der Duke hat Hilfe recht. Braucht. Wartet dort, bis wir ich euch wieder brauchen. Total. Überall allgemein. Dieses Häuschen gefällt mir. Ich glaube, da hat man wirklich seine Ruhe. Das ist glaube ich, echt schön da. Am liebsten wären wir natürlich jetzt noch, wenn jetzt unser Schreiber erscheint plötzlich. Hab so aber das Gefühl, dass er das nicht machen wird. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ins Bibliotheksportal. Hoffe, dass da irgendetwas passiert. Eventuell, vielleicht auch nicht. Und dann... Mal sehen. Nein, leider nix. Es ist natürlich schlecht. So, herzlich willkommen zurück. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe nochmal mir das englische Original von GOG installiert und habe dann sozusagen nochmal vor dem Save-Game angefangen. Irgendwas ist da kaputt gegangen, ob das nur daran lag, dass nun die deutschen oder englischen Sprachdateien ausgetauscht waren oder nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls soll es jetzt gehen. Wir werden jetzt nochmal, ihr seht, meine Begleiter sind anders. Die Stelle ist etwas verdreht. Aber, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt zur Bibliothek gehen. Dann werden wir den Hinweis bekommen, was wir zu tun haben. Danach spiele ich nochmal den Rest, was euch fehlt. Und dann werden wir uns wieder treffen am Fährmann. Und dann hoffentlich werden wir dort weiterkommen. Alles klar, gut. Als erstes gehen wir mal zur Bibliothek und dann zeige ich euch, was uns hätte dort erwarten sollen. Später. Ihr müsst mir helfen. Ich bin mit meinem Griechisch am Ende. Ihr meint mit eurem Latein? Ja, genau das. Grundgütiger, es ist schlimmer, als ich dachte. Was? Mein Verband. Verstand. Ja, ja. Ich wusste, ihr würdet mich verstehen. Ich fürchte, ich rede nur noch Unsinn, wenn ich meinen Verstand weiterhin keine Herausforderung bieten kann. Ich brauche ein philosophisches Rätsel, über das ich grübeln kann. Ich fürchte, so etwas haben wir nicht. Schade. Ich werde selbst eins finden. Uns wurde berichtet, dass ihr wichtige Informationen über eine der magischen Kugeln für uns hättet. Ja, ich hörte von eurem Vorhaben und habe dem Professor gerade von meiner Entdeckung erzählt. Und sie ist äußerst interessant. Ja, ich hatte das Glück, einige alte Schriften zu finden, in denen von einer alten, längst vergessenen Kathedrale namens Spyrus berichtet wird. In ihr soll sich eine magische Kugel der Heilung befinden. Aber leider ist die Stadt im Meer versunken und damit auch die Kathedrale mitsamt der magischen Kugel. Keine Sorge, noch ist nicht alles verloren. Professor Welding hat einen Freund. Ja, einen Geisterbeschwörer namens Thaddeus. Er lebt in Lower Rain. Thaddeus hat ein bemerkenswertes Gefährt entwickelt, ein sogenanntes Bathoskop. Damit kann man unter Wasser reisen, sodass ihr Spires betreten und die magische Kugel holen könntet. Wie finde ich diesen Thaddeus und sein Gefährt?
Ihr müsst ihn zur rechten Zeit mit folgenden Worten rufen. Aus der Ebene von Elysium und den Tiefen der Roten See von Jarra. Erhebet euch, Thaddäus. Erhebet euch. Vielen Dank. Wir werden es versuchen. So, oh sorry, das war ein lautes So. Jetzt wissen wir zumindest, was wir zu tun haben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich beim Fährmann wieder. Also macht's gut, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich hab's geschafft. Wir sind wieder hier. Und nun hoffe ich doch, dass jetzt... Entschuldigung, wir sind auf der Suche nach einem gewissen Thaddäus. Man sagte uns, er wäre hier in Lower Rain zu finden. Das kostet eine verfluchte Dublone. Warum eine verfluchte Dublone? Stellt mir keine Fragen. Zalba sofort, wenn ich bitten darf. Also so wie der aussieht, glaube ich, ergibt sich die Frage, warum eine verfluchte Dublone. Aber was ist? Okay, ja, hier bitte. Hat die jetzt hergeholt? Da. Sieht verlassen aus. Hallo? Ist da jemand? Versucht es mit Professor Weldings Anrufungsformel. Also gut. Aus der Ebene von Elysium und den Tiefen der Roten See von Jarra, erhebet euch, Thaddäus, erhebet euch! Sprecht! Wer hat Thaddäus gerufen? Mein Name ist David. Professor Welding hat uns erzählt, dass ihr ein Unterwassergefährt geschaffen habt, das es uns ermöglicht, in die versunkene Kathedrale von Spires zu reisen. Dort befindet sich eine der magischen Kugeln und wir müssen alle acht finden, um Silver vernichten zu können. Dann nehmt es! Es steht ganz zu eurer Verfügung. Oh ja, soweit recht unkompliziert, würde ich meinen. Gut, wir müssen eh noch weitermachen, bis ein Schreiber kommt, der uns was aufschreiben möchte. Von daher... Ach, wir können eh nichts machen. Okay, dann drücke ich einfach mal da drauf. Ihr alle wurdet auserwählt, um meiner Eliteeinheit beizutreten. Und ihr dankt es mir mit Unvermögen. Also, warum leben diese Rebellen noch immer? Unsere Wachen können nichts... Ruhe! Es gibt keine Entschuldigung für euer Versagen! Zu eurem Glück habe ich mir selbst eine kleine Rückversicherung zugelegt. Was für eine Rückversicherung? Einen Rebelleninformanten. Diese Idioten wenden sich gegen sich selbst. Aber können wir dem Wort eines Verräters trauen? Er ist dumm und schwach. Er wird sich mir nicht widersetzen. Jack, tretet vor! Bisher waren diese Rebellen nur lästig, aber sie wurden zu einem echten Problem, als sie anfingen, ebenfalls nach den magischen Kugeln zu suchen. Und das dazu noch wesentlich erfolgreicher als ihr. Verzeiht, Sire. Hört auf zu winseln! Nehmt die Tauchglocke und geht in die Kathedrale von Spires, in der sich anscheinend die magische Kugel der Heilung befindet. Bereitet dort einen Hinterhalt für die Rebellen vor, die sie sich holen wollen. Und wenn ihr sie alle erledigt habt, bringt ihr mir die magische Kugel. Und Jack, enttäuscht mich nicht! Fudge, du gehst nach Chains und vereitelst den kläglichen Ausbruchsversuch des Dukes. Aber lass ihn am Leben. Was die anderen angeht, keine Gnade! Und du, bestätige mir, dass die magische Kugel in deiner Obhut sicher ist. Ja, Vater. Ich habe Draco, meinem fähigsten Mann, befohlen, sie zu bewachen. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen. Ja, ja, der fiese Silber. Oh.
Satelliten für Geräusche? Können die Hummer Geräusche machen? Warum greifen uns die Hummer an? Können wir ja fast grillen. Oh, was ist das denn? Atlantis-Bewohner. Oder in diesem Fall Spire. Und ein Schreiber. Und wir können nicht mehr Brot nehmen. Das heißt, da ist das Brot. In der Not. Gut. Was? Wir brauchen einen Schlüssel für diese Kiste. Das ist unverhältnismäßig. Aber okay. Was soll es? Gut, wir speichern jetzt erstmal. Für mich war diese Folge definitiv länger als für euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Alles klar, macht's gut und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Evil Bob. Ciao. Ihr habt viele Abenteuer bestritten. Ich werde sie in meinem Buch notieren, damit ihr euch immer daran zurückerinnern könnt.